Wir haben den Piratenkönig beim letzten Mal besiegt, seinen Schatz genommen, also, oder zumindest so 1% von dem Schatz, mehr hat uns nicht gegeben, und nun, naja, jetzt müssen wir wieder rauskommen, ne? Was? Was war dieses Beben? Bist du in Ordnung, Mario? Alles in Ordnung. Oh, unglaublich, du hast Cortez besiegt, was bist du eigentlich? Hey, quatsch hier nicht rum, wenn ihr zu viel Zeit habt, sucht doch nach einem Weg, wie wir rauskommen. Bei dem Beben von eben sind in dem Felsen ein paar Risse entstanden. Man kann spüren, dass Wind durch die Risse weht. Wenn wir den Felsen sprengen können, können wir vielleicht... Naja, du weißt schon, oder? Ja, ich weiß schon Bescheid. Was? Das war aber... Wie sollen wir einen so harten Felsen zerstören? Das ist doch unmöglich. Nicht meine Bombe könnte das. Eine warte, eine Bombe könnte das. Oh, na gut. Oh, wow, siehste? Hab ich doch gleich gesagt. Also, ich geh da mal. Wir sollten, glaube ich, alle zusammen reingehen, oder? Ja, Leute! Schluss mit dem Höhlenleben! Na gut. Diese Höhle ist mir viel zu kalt und dunkel. Los, Romanze, an die Sonne! Yeah, 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 yeah! Mal wieder das Leben einiger Toads gerettet. Danke, Mario! Wir werden dich niemals vergessen! Also, jetzt hier weg von dir! Das will ich auch hoffen. Es gab hier in diesem Spiel zu viele NPCs, die aus irgendeinem Grund nicht wussten, wer Super Mario ist. Könnt ihr das, vorstellen? Sehr interessant, wo wir jetzt sind. Auf der anderen Seite der Insel. Wir sind wieder ganz am Anfang, falls ihr euch erinnern könnt. Da werden jetzt hier noch ein... Hä? Ich hab gerade eine Mütze bekommen. Ich hab den Tod so ausgerobbt gerade. Aber falls ihr euch erinnern könnt, hier wurden wir hingespült. Oh! Ja, und das macht's nur... Au, 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 au. Mehr gibt's hier nicht. Oder habt ihr einen Plan? Ich glaube nicht, dass sie einen Plan haben. Oh, aber Kosaki scheint jetzt zusammen. Oh, hi Mario. Gut, dass du wieder da bist. Und, hast du den Schatz gefunden? Na, sag schon. Was, hast du den Piratenkönig besiegt, als er seinen Schatz verteidigen wollte? Und dann hast du ihm den Schatz gelassen, weil er dir leid tat? Na, Captain, du bist so ein gutmütiger Einfallspinsel. Aber ich schätze, das ist es, was die Leute an dir lieben. Aber, du, mein Bruder! Hattet ihr das so erkannt? Bruderherz, was machst du denn hier? Also, ich wollte dich sehen und bin ganz einfach ins See gestochen. Aber Geister haben unser Schiff versenkt. Gut, dich zu sehen, Bruder. Was, versenkt? Dann seid ihr also auch auf dieser Insel gestrandet? Ich dachte, ihr hättet einen Plan. Oh, oh. Weiß nicht, was war das denn? Das ist doch nicht etwa ein Piratenschiff! Wir werden abgeschossen! Seht da, was du Klamotten, wann ist denn das jetzt? Entschuldigung, Moment! Entschuldigung, ich wollte euch nicht. Moment! Was für ein blöder Spruch, wartet, warte, stopp, stopp. Jedenfalls! Danke, dass ihr das Sternjuwel besorgt habt! Bravo! Gut gemacht! Hey, das ist doch der Brillentyp aus unserer Mannschaft! Tatsächlich, das Vierauge! Was macht der Kerl auf dem Schiff da? Hey, Vierauge, das ist gefährlich, wo du da stehst! Komm jetzt noch runter! Was? Zeigst du Felix etwas mehr Respekt, ihr Wichte? Hört gut zu, ihr Strandgut! Der gebrüllte Matrose, das war nur ein Trick! Was? Mein wahrer Name ist... Oberst Kusillus! Da staunt ihr was, hättet ihr niemals erwarten können. Ich war es, der Mario entführt hat, damit er das Sternjuwel besorgen kann. Und du, Mario, her mit dem Sternjuwel. Du weißt, was passiert, wenn du meinen Befehl nicht sofort befolgst. Ah! Feuer, los, Feuer! Bum, 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 Feuer! Zu Hilfe, ein Verräter! Vierauge ist ein Seeräuber! Warum tut ihr nichts, Leute? Immer muss ich den Piraten stoppen, sofort! Wir sind Matrosen, Corsario! Und das Schiff sind wir nur ein Haufen trauriger Gestalten! Das ist es! Das ist der Plan! Wir haben ein Schiff! Ein ganz exzellentes Schiff! Mario, los! Bring mich zu Piratenkönig Cortez! Die Legende sagt, auf der Insel ist noch das Schiff Cortez Piratengalione! Ich find's lustig, sobald der Mario angesprochen hat, ist Mario nicht mehr am Struggle, der Chef, kannst du mal rumhören zu. Ganz brav.
Wenn die Legende wahr ist, dann muss das Schiff hier irgendwo zu finden sein. Was, Corsario, das ist Wahnsinn! Wir reden von Cortez, dem König der Piraten und Herr der Meere! Glaubst du, der verleiht einfach so einfach sein Schiff? Der buchst uns eh alle ab! Hey, ich bin zwar ein Feigling und Jammerlappen, aber ich bin hier der Anführer, ja? Und deshalb ist es meine Aufgabe, für die Sicherheit der Mannschaft zu sorgen. Wenn wir nur hier warten, werden sie uns erledigen. Uns bleibt nur der Kampf. Keine Widerrede, klar? Ich, Corsario, werde mit Cortez verhandeln. Also los, Mario, zeig mir den Weg zu diesem Cortez. Okay, wie du willst. Willst du wieder auf meinem Yoshi reiten? Ja! Ja, ich weiß, es ist hier gerade Bombardierung und Tod und Verderben, aber wir haben noch Zeit. Wir haben Zeit. Gucken, wie das Sound heute wieder wird. So, hier sind wir schon da. Vor ein paar Dings. Okay, dann red mal mit ihm. Versuche ihn mal zu überreden. Ich schaue ihm hinterher zu. Klopf, klopf. Ich bin's wieder. Ich wollte noch einen Schatz. Moment, du bist nicht der Typ von vorhin. War noch was? Achso, warte, du bist der Typ von vorhin. War noch was? Kapitän Cortez, wir müssen reden. Du musst uns in dein Schiff ausborgen. Was? Wieso sollte ich mein Schiff geben, hä? Und wer bist du überhaupt? Ich bin Corsario und es gibt da ein kleines Problem am Strand. Piraten greifen die Insel an. Wir müssen unsere Freunde beschützen. Und dafür sollten wir uns ein Schiff borgen. Hätt kein dummes Zeug, Mann. Glaubst du wirklich, dafür gebe ich euch das Schiff? Und ganz nebenbei, die Black Skull kann hier einfach so einen See stechen. Und das magische Schädeljuwel kann dieses Schiff nirgendwo hinsegeln. Schädeljuwel? Ist etwa das hier? Oho, tatsächlich das Schädeljuwel. Also gut, wie wäre es denn damit? Du bekommst mein kostbares Familienerbstück und dafür leist uns ein Schiff. Das ist fair, oder? Was meinst du, Cortez? Also waren es deine Ahnen, die das Juwel geraubt haben? Und jetzt soll ich dir auch noch mein Schiff geben? Ich will dir das Schädeljuwel einfach abnehmen. Moment mal, dann musst du aber erst noch gegen Mario kämpfen. Zum zweiten Mal. Und inzwischen versenke ich das Schädeljuwel auf dem Meeresboden. Ist es das, was du willst? Was für ein hinterhältiger kleiner Arschgeier. Na gut, einverstanden. Der Handel gilt. Aber wehe, du wirfst das Juwel weg. Ich habe keine Arme, ich kann es nicht holen. Verhandlung erfolgreich. Ich bin eben nicht umsonst ein professioneller Händler. Man muss nur reden, dann erreicht man schon viel. Also bitte, hier für dich. Oha, gibt's wirklich einfach ab? Ich hätte gedacht, Mario müsste ihn jetzt überreden, das abzugeben. So, nein, das ist mein Schatz von der Familie. Wunderbar. Jetzt kann die Black Skull endlich wieder segeln. Ich wollte auch schon was wegen dieses Geballers unternehmen. Endlich wieder ein Kampf. Hat ja auch lang genug gedauert. Ja gut, dass du das Reden mir überlassen hast, Mario. Los, gehen wir. Ja, holen wir die Crew. Er ist wieder so Münzen verhandelt worden. Versteckt sich da in einem Haufen. Ja, müssen wir jetzt unsere Crew holen, oder? Oh, sie sind schon gefolgt. Hey Leute, schön euch hier zu sehen. Dieser Kerl soll nicht ungeschaut davon kommen. Wäre blöd, wenn Corsario den Ruhm alleine einsagt. Also los, Captain. Und unser neuer Captain. Endlich wieder aufs Meer. Wellen, Wind und Wasser. Los, Leute, wir legen ab. Die Flammen waren von ihm. Also wegen ihm sind wir überhaupt auf der Insel gelandet. Na, okay, er hat bekommen, was er wollte, das Juwel. Wir haben bekommen, was wir wollten. Wir haben ein anderes Juwel und von daher... Wir sind alle zufrieden, glaube ich. Wir hatten auch alle ein Abenteuer. Feuer frei, denkt nicht, uns geht die Munition aus. Unverschämtheit und Erlaubnis, einfach meine Insel zu beschießen. Wie der aussieht da vorne. Was denn nun? Wie sich da alle festhalten. Mayday, Mayday! Feuer frei!
Warum hat er so einen Schweif hinten an dem Schiff? Sieht cool aus. Ja, da, ja. Black Skull ist leider nicht, aber beide Schiffe sehen schon geil aus. Das jetzt ein Zivilfisch, das wär's. Die ganzen Toads gegen die ganzen Brusillionen. Bam! Diesen alten Kahn werden wir auf den Grund schicken. Ihr Pilzgesichter, alle mal zum Angriff. Oh, okay. So, Mario, jetzt bist du an der Reihe dran. Jetzt bist du an der Reihe. Es ist Zeit für eine Abrechnung. Ja, ich schätze, ich muss dann nochmal gegen den Boss kämpfen. Wir hatten ihn ja immer schon mal bekämpft, aber da war er noch in seinem Roboter drinne. Jetzt ist er umzingelt vor seinen Krustillionen. Heute werde ich dir schicke Fische futtern. Nein, andersrum. Heute werde ich euch zu Fischen schicken. Ja, seid ihr bereit? Ich glaube, Bro hat keine Ahnung, wovon er redet. Nein, ich bin noch nicht bereit. Ich muss erst mal mit Lombrina abchecken, was hier überhaupt los ist. Denn dieser Haufen Soldaten, den checke ich noch nicht ganz. Was hat der drauf? Das ist eine Soldatin, Ska. Diese Typen werden alle von Krusillus befehligt. KP veränderlich. 5 Angriff, keine Verteidigung. Aber da steht KP 6. Hm? Vielleicht, weil da 6 Leute jetzt auf dem Haufen sind? Sie versuchen uns mit zahlenmäßiger Überlegenheit zu schlagen. Aber im Grunde genommen sind das alles nur kleine Fische. Keine Sorge also. Die können nichts, okay. Aber dafür, dass sie nichts können, haben die viel Damage geblockt, oder? Boah. Okay, er kann weniger. Wieso kann er weniger? Irgendwie ist das traurig, Mann. Erzähl mir mal ein bisschen mehr traurige Geschichten über diesen Krusillus hier. Unser Freund, Krusillus. Also wirklich, der schon wieder. 30 KP, 3 Angriff, keine Verteidigung. Den selbst könntest du mit Standardattacken ganz leicht besiegen können. Lästig ist nur diese Soldateska, die er mitgebracht hat. Die greifen nämlich auch bei jedem Zug an. Aber ohne ihren Kommandeur haben die Kursionen keine Orientierung, klar, oder? So also. Super fit. Führt KP und BP auf, halt Vergiftung und ähnliches für 5 Sternenenergie. Bedeutet das, dass es viel besser als den Sternenfit? Ja, okay, gut. Das hier kostet 5, halte ich komplett. Das kostet 1 und du heilst dich ein bisschen. Na, wie man's will. Aber das verschwendet halt eine Runde und das verschwendet auch eine Runde. Also, irgendwie ist Superfit schon besser, wenn ihr mich fragt. Aber wir brauchen keine Heilung, wir brauchen Damage. Und deshalb machen wir den Power Ring. Wir wollen alle einkreisen und richtig den Damage Output verursachen. Zumindest werde ich es jetzt versuchen. Boah, die Steuerung ist aber echt, echt einfach davon. Boah, vielleicht sieht man es auch. Ich bin richtig am Struggeln mit dem Stick. Ganz knapp noch gezählt. So, die Forderungen sind down. Nur ein Damage gegen Lombrina. Oh Mann, Kollege. Ich glaube, du hast noch einiges zu lernen im Kampfe. Ja, ihr wollt wohl Ärger, hä? Wenn das so ist, angedreht dann. Was zum. Die soll nur 6 Leben haben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwas stimmt da nicht, du. Ich kann Erdbeben einsetzen, das macht allen Schaden. Runter mit euch! Oh, sie fallen nicht runter. Oh, oh. Obwohl, jetzt fallen sie wahrscheinlich runter, aber auf meinen Kopf. Hä? Gabeln? Wo kommen die Gabeln? Was? Okay. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Noch ein Erdbeben. Weg mit euch! Bingo-Zeit! Huhu! Bingo! Den Full Heal nehme ich mit. Und noch einen normalen Kopfnuss, denn der ist so schlecht. Den hält er nicht aus. Bam. Was? Wie? Er hält sich? Hallo, reicht doch. Oh.
Starke Leistung. Fast dachte ich schon, ihr hättet mich erledigt. Aber der Kampf geht weiter. Böse Jungs sind nun mal meistens schlechte Verlierer. Ja, ich schätze, du hast recht. Aber was hat er jetzt vor... Oh mein Gott, ich muss so hart an Ahead in Time denken gerade. Bro, du kannst nichts, okay? Gib's einfach auf. Ja, danke. 10 und 30. Aha. Verstehe. Ja, was mache ich da jetzt? Mache ich da einen normalen Angriff auf die drauf? Ja, oder? Ja, okay, es reicht leider nicht. Oh, obwohl. Er ist eingefroren. Kann ich zumindest schon mal seine Bande verjagen. Alle auf einmal weg, so schwach. Ich war alles so erschöpft, doch. Dann würde ich mich da festhalten. Würde meine Hände auch wehtun. Ja, und nun haben wir ihm noch mal so richtig einen auf den Deckel. Bam. Boah, 5 Schaden. Extra hat das jetzt gemacht. Also nicht extra, aber 5 Schaden war das gerade. Das Publikum hypt uns auf. Auch seine Kursionen hypen mich auf. Tja. So ein schlechter Boss bist du halt. Ja, nicht ganz. Aber trotzdem, sehr guter Damage. Output. Jetzt steht er wieder auf. Oh, er kriegt aber Damage. Hä? Oh. Oh. Verstehe. Wir müssen erstmal ihn loswerden. Sonst holt er immer wieder neu seine Lakaien. Also Angriff! Nein, ein Leben! Komm schon! Das kann doch nicht sein! Oh Mann, dann noch ein Leben übrig. Zumindest geblockt. Kommt er nochmal selber an? Ja. Okay. Wie mache ich das am klügsten? Am klügsten wäre es, glaube ich, wenn ich den Hammer einsetze. Den Wirbelschlag, der auch den hinteren beschädigt. Ja. Deine eigenen Kollegen kicken dich weg. Warum hat das nicht geklappt? Aber warte. Ja, er ist eingefroren. Das heißt, wenn er wieder auftaut, ist er sowieso down. Spätestens, wenn er auftaut. Werden jetzt einfach kaputt hauen. Und noch ein Bingo. Komm, 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 komm. Nein. Schade. Hä? Was ist gerade passiert? Da war ein Buhu. Was? Wollte gerade dem Typen mit Item geben, aber er ist eingefroren gewesen? Oder was war da gerade los? Bam! Ich weiß nur, der Kampf ist vorbei. Das war's! Der Kampf ist vorbei! Und vorbei ist auch das Warten auf einen Leveler! Denn hier ist es nun! Dun, 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 dun. Ich lerne nicht aus meinen Fehlern, deshalb nehme ich wieder OP. Mehr Orden! Let's go! Verflucht! Schon wieder verloren! Und wie bitteschön soll ich Grusius das erklären? Na, warte! Wie er guckt. Super Mario, eine Sorge weniger! Juhu, bravo, ahoi, gewonnen, juhu, yippie! Oh, das war ziemlich gut. Drüben bei Krusselus. Schon wieder ein Fehlschlag. Was soll das? Ich bin um Vergebung, wir standen kurz davor, ihn zu kriegen, dachte ich. Krusselus, halte dich bis auf Weiteres bereit. Aber dies ist deine letzte Chance, verstanden? Verstanden, Sir, Boss, Sir. Und weggetreten. Hey, du. Zum Befehl, Sir. Sag dem Schattentrio, sie sollen diesen Mario kriegen, und zwar schnell. Zum Befehl, Sir. Boss, Sir, Boss, Sir, Boss, Sir. Wir haben 1, Mario schon 5. Wir müssen etwas tun. Von wo, warte bitte, die haben 1? Von wo haben die 1?
Schon wieder, was wohl diesmal will? Er sagt gar nichts. Was ist? Hallo, Tech? Diesmal musst du etwas Gefährliches tun. Was? Du musst dich in Crucius Zimmer schleichen und eine Datendisk suchen. Eine Datendisk? Ich habe Zugang zu allen Daten im Netz. Aber nicht zu Daten auf Computern, die nicht ans Netz angeschlossen sind. Crucius verfügt über Informationen, auf die ich keinen Zugriff habe. Aber ich benötige diese Informationen. Aber wie soll ich das tun? Wieder verkleiden? Nein, diesmal nicht. In dieses Zimmer darf niemand außer Crucius hinein. Ist Crucius nicht da, bewacht eine Wache den Eingang. Aber es gibt einen Weg. Du musst nur tun, was ich dir sage. Es tut mir leid, dass ich etwas so Gefährliches von dir verlange. Aber außer dir kann ich niemanden darum bitten. Das macht nichts, Tech. Sag mir, was ich tun soll. Geh zunächst raus und fahr mit dem Fahrstuhl nach oben. Okay. Tu für das. Tech hat irgendwas vor. Also, ganz ehrlich, Tech ist entweder ein Verräter und hilft uns. Oder wie soll das glauben? Aber eigentlich tun wir ihm nicht nur einen Gefallen, sondern generell auch den Crucillon. Vielleicht ist das deren Plan? Dass sie Pete Vertrauen gewinnen? Dass sie Tech irgendwie trauen soll und dann macht sie irgendwas Dummes? Erst entfernst du dich von Crucius Zimmer. Geh in das Zimmer mit dem grünen Licht links vom Fahrstuhl. Links vom Fahrstuhl? Okay. Geht nicht. Na, das ist ein rotes Licht. Und noch ein rotes Licht. Diese Stimme von Peach. Hier auch nicht. Nee. Aber hier ist grün. Hier können wir hinein. Chemie? Hier kannst du dir einen Trank mixen, der dich unsichtbar macht. Einen Trank, der unsichtbar macht? Du machst dich unsichtbar und gehst in Crucius Zimmer. Gut. Was soll ich tun? Stell zunächst die Flaschen vom Tisch in die Mixmaschine hinten. Aber ich weiß nicht, welche Flasche an welcher Stelle gehört. Irgendwo im Zimmer haben unsere Forscher ihre Notizen zurückgelassen. Befolge diese Hinweise und stell die Flaschen in die Maschine. Okay. Rot darf nicht rechts außen stehen. Okay. Blau muss neben Rot stehen. Okay. Gelb muss zwischen Blau und Grün stehen. Okay. Oh nein. Das kannst du mir nicht antun, ich kann sowas nicht. Also, wir werden es versuchen. Zwischen Grün und Rot müssen zwei andere Flaschen stehen. Hä, das heißt ja dann, Rot ist ganz links, Grün ist ganz rechts. Weil... Also, zwischen Rot und Grün sind zwei Flaschen. Aber Rot darf nicht rechts stehen. Heißt... Rot kommt hier hin. Links. Weil es darf nicht rechts sein. Und im Umkehrschluss muss Grün rechts hin. Oder kann man hier auch was reintun? Ah ne, es ist am Ende dann. Okay, folgendermaßen. Blau muss neben Rot sein. Okay, dann ist es ja schon gelöst. Das ist ja doch einfach, okay. Haben wir schon Sorgen gemacht. Da. So, daneben. Dann badam badam. Gelb hier rein. Ist es so richtig? Ja. Gut. Links im Zimmer ist ein Schalter. Drücke ihn. Warum macht der Lärm? Stopp! So, jetzt werden wir sehen, ob das richtig ist. Drücke jeweils den Knopf, wenn das Becherglas stehen bleibt. Hier. Bisschen vom Roten. Bisschen vom Blauen. Oh, das wäre so eine Pigmentmischung hier. Noch ein bisschen was vom Gelben. Scheinbar noch ein bisschen was vom Blauen. Dann noch ein bisschen was vom Gelben. Dann noch ein bisschen. Mist. Egal. Noch ein bisschen was vom Roten. Ein bisschen übergekippt. Passiert manchmal. Noch ein bisschen was vom Gelben. Und zu guter Schluss erst jetzt etwas vom Grünen. Jetzt sind wir fertig. Perfekt. Nichts übergegossen. Perfekt. Die Flüssigkeit wird 30 Sekunden erwärmt. Warte genau 30 Sekunden und drücke dann auf den Schalter, um die Maschine anzuhalten.
Und jetzt drücke bitte den Schalter, um den Vorgang zu starten. Okay, ja, das der Vorteil ist halt, ich habe einen Timer. Immer wenn ich aufnehme, habe ich einen Timer. Deshalb ist es für mich schwer. Okay, das war doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Und eigentlich ganz lustig, erinnert mich sehr an das Kochen-Minigame aus dem ersten Paper Mario. Was ich auch sehr mochte. Ja, mehr davon. Ist lustig. Ja, da rein, die ganzen Cutscenes auch mit dem Schiff gerade, ist ja lustig, gefällt mir. Und fertig. Das sollten jetzt so 29,9 Sekunden sein. Genauso. Nicht anders. Ist ziemlich grün geworden. Ich würde es nicht trinken, wenn ich du wäre. Jetzt müsste es fertig sein. Ist es so richtig? Keinesfall. Ja. Ja, ist richtig. Gut. Trink es in einem Zug aus. Was? Das hier? Meinst du? Wirklich? Sicher? Bitte trink. Aber ich weiß nicht. Was wäre jetzt passiert, wenn wir einen falschen Trank gemacht hätten? Sehr gut, du bist völlig unsichtbar. Allerdings habe ich einen taktischen Fehler erkannt. Auch der beste Trank kann ein Kleid nicht unsichtbar machen. Ach ja, natürlich. Na, du wirst es doch jetzt nicht ausziehen, oder, Peach? Oh, Moment. Ich sollte mein Kleid verstecken, damit es keiner entdeckt. Du kannst doch nicht einfach dein Kleid ausziehen. Du willst mir jetzt sagen, Peach ist hier völlig nackt. Das willst du mir jetzt sagen. Wie lange hält der Trank an? Vielleicht erstmal fragen, bevor du einfach ausziehst? Geh in Crucios Zimmer und suche die Datendisk und verbinde dich dann mit dem Netzwerk. Ich werde es dir näher erklären, wenn du im Crucios Zimmer bist. Komm danach in dieses Zimmer zurück. Ich zeige dir dann, wie du dich wieder sichtbar machst. Na, ganz schön kompliziert, aber okay. Geh jetzt in Crucios Zimmer. Okay, ich bin nur noch ein Schatten. Aber Leute können mich ja noch berühren. Ich bin ja nicht wirklich... Ich bin ja nur unsichtbar. Hä, was ist das denn? Jemand da und die Tür geht auf? Das ist wahrscheinlich kaputt. Schau mal wieder den Handwerker. Hi. Na? Oh, kreist der Duft heute. Ist der wohl ein Leck? Ja, ist nur ein Leck. Oh, warte mal, stopp. Hey. Hey, du da. Hä? Hä? Da ist ja jemand. Wo geht der hin? Bisschen beobachten. Warte, wo ist denn Crucios Zimmer? Ist das ganz rechts? Hi. Die denken sich ganz so, hä? Irgendwas berührt mich da. Hier ist wirklich irgendwo ein Leck. Hier ist es so kühl auf einmal geworden. Ja, also, wenn sie sichtbar wäre, wäre es heiß, aber... Jetzt ist es kühl. Zumindest können wir das nutzen. Achso, das ist ein Zimmer? Wer ist das da hinter ihm? Und muss ich vielleicht mit ihm reden? Hey! Hallo? Nein? Okay, er bemerkt mich gar nicht. Er bemerkt den fliegenden Schatten hier nicht. Das ist doch hier sein Zimmer, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Muss ich woanders lang? Ich guck noch mal kurz. Kann ich jetzt durch die Tür? Wie ist die Tür aufgegangen? Oh. Das ist sicher Crucios Zimmer. Aber wo ist die Disk? Ah, wegen ihm sind die ganze diese Fische unter Wasser. Er spawnt die da. Er hat damit Spaß, Mario zu schikanieren. Und wieder dieser Boden. Es gibt, glaube ich, auch so T-Shirts mit so einem Design drauf, wo du sie immer zur Seite immer hin und her schieben kannst, die Dinger. Da stehen da immer zwei verschiedene Sachen drauf. Wenn ihr wisst, was ich meine. Hier nicht. Ah, hier ist sie! Eine Datendisk gehalten! Diskette aus Crucios Zimmer. Welche Daten enthält sie? Ha, cool, so eine Floppy-Disk. Lege die Disk in den Computer in diesem Zimmer ein und verbinde dich dann mit dem Netzwerk. Also, gut. Da, rein damit. Wir machen den Famicom an hier. Ja, es funktioniert. Ist das da Peach unten oder Mario? Ja, Luigi darf auch nochmal draufspringen. Nee, ist da Mario gerade. Das war's sicher. Bist du nur noch zurücklegen sonst. Ja.
hin. Jetzt schnell abbauen. Wir haben kurz die Daten hochgeladen. Schon wieder aufgegangen, hä? Komm. Wir müssen uns schnell verstecken. Am besten 3 wieder für zurückverwandeln. Nee, erstmal Klamotten anziehen, dann zurückverwandeln. Gut, dass ich da nochmal drüber nachgedacht habe. Ansonsten, nee. Nee. Einfach nee. Du hast schlechtes Omen. Du hast kein Like da gelassen. Wow.